So, Freunde, Osterspecial. Wir machen heute Frankfurter Crusos. Freunde, das gibt es zurzeit hier überall auf dem Markt, die Kräuter dafür. Ich weiß nicht, wie das außerhalb von Hessen ist, ob man das da auch so gut bekommt. Mal war es nicht. Aber unter anderem kann man die sonst auch im Tiefkühlregal kaufen, die Kräuter. Und ich poste euch nochmal einen Link darunter, wo ihr das bestellen könnt, falls ihr die Kräuter nirgendwo bekommt. Ja, wir laufen jetzt nochmal ein bisschen über den Markt, holen uns noch den Rest, den wir brauchen, und dann sehen wir uns gleich. Wir machen grüne Soße, Frankfurter Grüsos, mit Kichererbsen, Rührei und Pellkartoffeln. Und wir fangen jetzt an mit der grünen Soße. Und dafür brauchen wir 7 Kräuter, also echte Grüsos hier. Da ist Petersilie drin, Schnittlauch, Kerbel, Kresse, Pimpinelle, Sauerampfer, Borretsch, Dill und Zitronenmelisse. Das gibt's zu kaufen auf dem Markt, Freunde, oder auch eingefroren. Die junge Dame lacht, warum lachst du? Wo ist auch so eine Pimpinelle? Was ist eine Pimpinelle, Freunde? Ja. Tyler, weißt du, was eine Pimpinelle ist? So, wie gesagt, ihr braucht die Kräuter. Die gibt's schon so abgepackt zu kaufen oder eingefroren. Wir posten auch noch einen Link unter unserem Video. Zack, bum, peng. Salz, Senf, Sojajoghurt. Holt euch bloß nicht dieses Alpro-Zeug, weil dieses Alpro-Zeug, da ist immer so viel Zucker drin und der schmeckt dann so süß. Diese Bromavell oder Sojade oder sowas, das ist gut. Unserer Meinung nach. Pfeffer, Mayonnaise. Jo, wie ihr die Mayonnaise macht, seht ihr hier oben, Freunde. Genau da, klickt dahin. Wenn ihr noch nicht wisst, wie die Mayonnaise geht. Und den Saft von der Zitrone. Kräuter erstmal waschen, Freunde. Ganz wichtig. Was davon ist jetzt die Pimpinelle? Das darf ich nicht sagen. Natürlich die gewaschenen Kräuter immer gut trocknen, Freunde. Sonst wird eure Crusos zu wässerig. Freunde, ich habe die Kräuter gehackt wie Conan der Barbar. Das war mein Workout für heute. Und jetzt geht's weiter hier. Zwei Packungen von dem Sojajoghurt. Also 1 Kilo insgesamt. 2 mal 500 Gramm. Das rühren wir unter. Dazu geben wir 100 Gramm Mayonnaise. Sechs Esslöffel Senf. Dann eine Zitrone, also der Saft aus einer Zitrone, logischerweise, Freunde. So, dann noch Salz und Pfeffer hinzu. Das müsst ihr halt abschmecken. Wie viel Salz, wie viel Pfeffer. Und wem es gefällt, der kann sich da auch noch eine Zwiebel reinschneiden. Unser Geschmack ist das nicht so. Das reicht, wenn ihr die 2-3 Stunden ziehen lasst eigentlich. Aber wir machen die immer gern einen Tag vorher. Dann lassen wir die im Kühlschrank. Und dann ist sie auch gut durchgezogen. Und dann kommt der ganze leckere Kräutergeschmack richtig durch. So, somit tun wir die jetzt im Kühlschrank. Wir sehen uns morgen. Und da machen wir dann die Pellkartoffeln und das Kichererbsenrührei dazu. So, Freunde, ein Tag ist auch schon rum. Die grüne Soße ist durchgezogen. Ich habe gerade schon mal probiert, die schmeckt super. Jetzt machen wir Pellkartoffeln und Rührei dazu. Für die Pellkartoffeln brauchen wir einfach ein paar Kartoffeln. 2 bis 3 pro Person. Große natürlich. Hier, seht ihr, damit wir satt werden. Die tun wir jetzt in gesalzenes, kochendes Wasser. Zack.
Ausreichend salzen, Freunde. Manolo Floyd Tipp für Pellkartoffeln. Die Kartoffel einmal rundum vor dem Kochen hier einschneiden. Zack. Natürlich nicht nur die eine, sondern alle Kartoffeln. Denn wenn ihr die alle eingeschnitten habt, die Pellkartoffeln, werden die später abgeschreckt und dann können wir die Haut einfach so abziehen im besten Fall. So, die eingeschnittenen Kartoffeln kommen jetzt erstmal 20 Minuten in das gesalzene, kochende Wasser. Und wir bereiten in der Zwischenzeit schon mal das Rührei vor. Und hierzu brauchen wir 80 Gramm Kichererbsenmehl. Das sieht so aus, Freunde. Gibt es unter anderem im Reformhaus. 160 ml Wasser, 40 ml Sojamilch, ein halber Teelöffel Kurkuma, schwarzes Salz, ein Teelöffel, Meersalz Marashi zum Würzen je nach Geschmack, Olivenöl zum Anbraten und auch Pfeffer zum Würzen je nach Geschmack. Kichererbsenmehl, Wasser hinzu, den halben Teelöffel Kurkuma. Machen wir noch eine Prise Salz rein, ein bisschen Pfeffer und dann pürieren wir das erstmal. Gut durchpürieren, Freunde. Gut durchpürieren, Freunde. Könnt ihr natürlich auch im Mixer machen, aber ich finde es immer angenehmer bei sowas, das in einem Behälter extra zu machen. Weil dann musst du nicht aus dem Mixer das unten alles rausfuddeln und fummeln, Freunde. Jetzt geben wir das Olivenöl in die Pfanne. Fett ist heiß. Geben wir die Masse hinzu. Da geben wir jetzt die Milch zu. Bam. Die rühren wir so ein bisschen unter. So, jetzt maximal auf mittlerer Hitze so 2 bis 3 Minuten anbraten. Ihr seht, das plumpt schon, Freunde. Das geht ratzfatz, lasst es nicht zu lang anbraten. Wenn es euch zu dick wird letztendlich, dann könnt ihr auch noch ein bisschen Milch dazu geben. So, wir machen jetzt erstmal eine Kugel daraus. Genascht? Nein. So, das Kugel ist gut. Seht ihr, Freunde? Die tun wir jetzt auf dem Brettchen hier. Zack. Und lassen die mal ein bisschen abkühlen. Lassen wir jetzt mal so 3 Minuten abkühlen. Dann sind auch bald schon unsere Pellkartoffeln soweit. Wir bereiten jetzt erstmal unser Eisbad für die Pellkartoffeln vor, weil die brauchen ja nur noch 3 Minuten, Freunde. Watch out now. So, hierzu brauchen wir erstmal jetzt kaltes Wasser zum Abschrecken. Ja? Zum Abschrecken für die eine oder andere heiße Kartoffel. So, da machen wir jetzt noch Eiswürfel rein. Die Kartoffeln haben gebimmelt, habt ihr es gehört? So, Freunde, die Kartoffeln sind jetzt gut. Ich steche da immer mal ein Messer rein und gucke, ob die durch sind. Das sieht gut aus. Dann schütten wir die erstmal ab. So. Dann werfe ich die zurück in den Topf und stelle die nochmal kurz auf die Herdplatte, die aus ist, damit der Rest Wasser verdampft. Während die da noch verdampfen, machen wir hier schon mal nochmal ein bisschen Öl in die Pfanne und erhitzen die. Hier haben wir unser abgekühltes Rührei. Das schnippeln wir jetzt klein. Freunde, das könnt ihr euch in kleine Fetzen reißen. Wenn ihr euch vorher die Hände nass macht, dann klebt das nicht so an euren Händen wie bei mir. So, das Rührei haben wir jetzt zerrissen. Das könnt ihr machen, wie es euch passt. Jetzt braten wir das nochmal an. Richtig schön scharf anbraten, Freunde.
Nochmal salzen und pfeffern. Und je nachdem, wie euch das mit der Konsistenz gefällt, könnt ihr nochmal ein bisschen Sojamilch hinzugeben oder auch nicht. Ich gebe jetzt auch nochmal einen Schwab Sojamilch hinzu. So Freunde, erstmal die Hähnchen kühlen im Eiswasser, damit ihr euch die nicht mehr brennt. Dann zack, die heiße Pellkartoffel schnappen, hier unter das Wasser, abkühlen und dann zack, zack, könnt ihr das nämlich hier abziehen. Ihr seht, Freunde, das geht 1A. Tada! Zum Anrichten halbieren wir die dann einfach nochmal. Wir machen dann noch ein bisschen Petersilie drüber über die Pellkartoffeln. Und über das Rührei natürlich. Für die Optik, Freunde. Das Auge isst mit, sage ich immer. Das Auge isst mit. Sagst du das immer? Ich sag das immer. Super. So, Freunde, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir können hier nochmal eine Großaufnahme hier von den zwei schönen Tellern nebeneinander. Frankfurter Grüßos, Freunde. Wenn ihr es noch nicht kennt, macht es. Wenn ihr es mögt und jetzt Veganer seid und traurig seid, macht es auch. Das Rezept gibt es auf unserer Facebook-Seite. Das war jetzt unser erstes Manolo Floyd Rezept. Kein Challenge-Rezept, sondern einfach nur ein Rezept für den guten Appetit. Und somit wünscht ihr uns jetzt höchstwahrscheinlich einen guten Appetit. Und wir hauen hier jetzt rein. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Bang! Boom! Bang!